In der Hauptstadt gibt es vergleichsweise viele günstige Wohnungen. Die Stadt Wien ist mit über 220.000 Gemeindewohnungen der größte Wohnungseigentümer Europas. Sozialer Wohnbau ist hier zwar vorhanden, allerdings sind die Wartelisten lang und die Preise am freien Markt vergleichsweise hoch. Grüß Gott, Herr Professor Luxinger. Guten Tag. Eine schöne Aussicht haben wir da, oder? Ja, allerdings. Christoph Luxinger ist Professor für Stadtplanung an der TU Wien. Der Schweizer kennt die Gründe für die rasante Verteuerung des Wohnraums. Es gibt sicherlich zwei hauptsächliche Faktoren, die verantwortlich sind für die Problematik, dass leistbares Wohnen immer schwieriger wird. Das eine sind die Bodenpreise, die, weil eben beschränktes Gut, limitiert, in die Höhe schießen. Das andere sind die Baupreise. Weil so viel gebaut wird, ist die Nachfrage sehr groß. Das heißt, das Angebot verteuert sich. Und das ist extrem in Wien zu spüren. In den anderen Ländern ist es auch spürbar, aber deutlich weniger ausgeprägt als in einer Großstadt wie Wien. Und das, obwohl in Wien ausreichend Wohnraum zur Verfügung stehen würde. Der Bestand an ungenutzten oder sogar nicht genutzten Wohnräumen in Wien ist gigantisch. Das sieht man natürlich am besten im Erdgeschoss, das ist allerdings hauptsächlich Gewerbe, aber oben sieht man es natürlich weniger. Und trotzdem schätzt man das Potenzial auf irgendwie 15-20%, und das ist gigantisch viel. Wenn man die mobilisieren könnte, dann wäre schon ein ganz guter Teil der Problematik erledigt.